Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Bosskampf! Uff, ich bin so kaputt. Hätte ich noch nur 20 Grinseblumen. Zufälligerweise habe ich da ganz knapp 20 Grinseblumen für dich, mein Süßer, mein Kleiner, mein Lieblicher, mein Helfer. Hilf mir! Oh, wie der aussieht, so ein Tourführer. Mir geht's blendend. Ich gehe auch sofort aus dem Weg und hopp. So, jetzt komm. Bosskampf! Wer ist es? Ah, vielen Dank. Wie hast du denn hierher gefunden? Naja, ich bin von da hinten gekommen. Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen. Ach so, do heißen die. Verstehe. Ja, ja. Da war ein Kerl in blauer Kutte an den Bahngleisen im Dschungel. Er hat sich wohl mit irgendjemanden über irgendwas gezankt. Da muss man einen kühlen Verstand und scharfen Kopf behalten oder so ähnlich. Okay. Let's go. Oh nein, so ein Schlangendrachenvieh, was auch immer. Oh, da kriegt man aber schon richtig Angst, kriege ich das Zittern, fühle ich. Ich zitter schon. Der Style ja voll krass. Viel cooler als mein Schlitten. Ich will einen Riesenzug. Eure Zerstreutheit. Unser vorrangiges Ziel ist die Suche nach den... Aber ich will einen Riesenzug. Meiner ist viel zu klein und so uncool. Ich will einen Krokozug. Ich will. Das ist keine Zeit, eure Dringlichkeit. Wir müssen die Juwelen finden. Du mit deinen dämlichen Juwelen. Mach mir einen Krokozug. Jetzt sofort. Das kommt gar nicht in Frage. Du bist der Fies. Du bist gemein. Du bist mies. Genug. Also bestimme ich. Da zanken die sich wieder. Hey, Yoshi. Steh doch nicht so dumm rum. Hilf mir gefälligst. Du lässt doch nicht zu, dass Kamek so mit mir umgeht, oder? Für wen bist du? Für mich oder Kabeck? Für dich. Na gut! Wenn alle drauf bestehen, dann mache ich halt das dumme Ding. Aber ich warne dich, Yoshi. Das wirst du bereuen. Ist das so? Oh. Fusion! Fusioniert! Ein Zug! Und ein Kroko. Und daraus entsteht ein Krokozug. Das sieht echt cool aus. Krokolog! Warum ist er auf einmal pink? Warum ist er jetzt auf einmal pink? Naja, ich sag nichts dagegen. Tschu-tschu! Was wäre eigentlich passiert, hätten wir Nein gesagt? Wir sind mit Kamek zugestimmt. Oh Gott, warum bin ich da nicht gesprungen? Was müssen wir eigentlich sammeln? Oh Gott, die Herzen nur, ne? Ich kann es gerade nicht sehen, aber ich glaube, wir müssen nur die Herzen sammeln. Oder wie war das? Bam! Aus Prinzip einfach mal gemacht. Und ja, ich glaube, wir müssen die Herzen sammeln. Ich habe meinen Dschungelzug hier dabei. Ich dachte einfach, das wäre passend. Ey, was soll das? Ey! Was? Oh, okay.
zwar gewollt. Ich dachte, ich muss ihn irgendwie ganz schnell abschießen, bevor er irgendwie alles kaputt macht, aber passt. Nice. Okay, da schießt du nochmal ein Shy Guy in einem Auto, wie süß. Eigentlich voll cool eigentlich so. Voll knuffig. Ah! 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 Okay, das ist cool, das mag ich. Oh oh. Bam! Nice! Wir haben alle Leben. Jetzt nicht treffen lassen, ne? Das wäre blöde. Okay, wir haben genug Eier. Wow. Ah, bin ich passend gestanden. Ah, aber ich hab's geschafft. Okay. Letztes Leben. Der Boss ist cool. Zwar zu einfach, aber trotzdem sehr cool. Aber ich finde das voll cool, wie die da so... Oh, die haben sogar Stifte. Als ob die einfach so Stifte haben. Oh nein, Hilfe! Stifte! Ah! Wie cool. Und auf mich dann! Yes! Wir haben ihn! Das Traumjuwel ist meins! Yeah! Hä? Da ist es! Das Traumjuwel Nummer 4! Wow! Es ist sogar pink. Wow! Traumjuwel erhalten! Hier, nimm mal! Okay. Jetzt hat das schon 4 von 5. Und jetzt lächelt der in der Cutscene. Yes. Ach, sie haben schon so viele gefunden. Es ist Zeit, den Dorf neulich die Juwelen zu stehlen. Oh nein. Beruhigt euch bitte eure Ungeduldigkeit. Ich habe eine bessere Idee. Wir verstecken uns in der Nähe des letzten Juwels und dann... Klauen sie alle, oder was? So, aber jetzt schalten wir ein neues Areal frei. Das letzte Areal, soweit ich weiß. Wow! Die Musik hat sich geändert. Das ist so ein Pfeifen. Außenorbit. Hä? Ist schon eine Weile her. Schön, dich zu sehen, Kerlchen. Ach, sehr von Anfang. Sieht so aus, als hättest du schon einige Traumjuwelen gefunden. Ich glaube, gleich ein Stückchen weiter ist noch eins. Pass auf dich auf, Kerlchen. Jabo, jabo. Und da fliegt er weg. Da, 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 da. Außenorbit, herzlich willkommen. Weltraum. Und die Map, das ist die letzte Map, glaube ich. Oder? Ist es das? Doch, ich glaube, das ist tatsächlich die letzte Map. Letzten Level. 3 Welten und dann ein Boss. Hohoho. Bevor wir da weitermachen in dieser Folge, wir werden heute schon Level anfangen, will ich ganz kurz hier reingehen. Und gucken, wie es so geht. Wie geht's euch allen so? Ja, also, mir geht's ganz gut. Ja, mir auch. Also, ich stink's etwas, aber ich würde gerne auch irgendwie mitkommen. Ja, ist ja demnächst wieder Folge 25. Das bedeutet, demnächst kommt auch wieder der Danny. Der kann ja einen von euch mitnehmen. So. Du. Oh, wir kommen dem Ende näher. Dabei sind wir erst bei irgendwas mit Folge 20. Das Spiel ist nicht lang. Countdown zum Abflug! Wir gehen also doch in den Weltall. Ins Weltall. Yes! Wenn ich groß bin, will ich zum Mond fliegen. Warum warten? Wenn wir es doch jetzt in Yoshi's Crafted World können. Oh, so eine gecraftete...
So ein gecraftetes Weltall, das stelle ich mir cool vor. Oh, cool. Okay, Elektrizität. Ah, das ist cool. I like that. Nam. Nam. Hier ist bestimmt was. Guckt euch den Sticker an. Das war cool. Oh, da ist ein Vogel. Oh, die kann man sogar abschießen. Vielleicht für später. Who knows, who knows. Ich gehe aber erstmal hier lang. Denn hier ist bestimmt irgendwas Besonderes. Ja. Die erste. Ja, die erste. Na, heiß. Na, heiß. Hier gibt es ein paar Eier und auch Elektrizität. Da wollen wir nicht dran. Na komm, mach hoch. Ach, diese blöden Shy Guys kontrollieren das. Komm, lass mich hoch. Ah, jetzt habe ich mein Outfit gar nicht geändert. Sorry. Das mache ich direkt danach. Dafür werde ich dann beim Erkunden einfach zwei anziehen. Ich glaube, das ist ein fairer Deal. Wenn ich dran denke. Wenn ich dran denke. Was ist das denn? Kann ich das irgendwie mitnehmen? Bitte schön, mein Schatz. Danke. So, da bin ich wieder. Und zack, da werden sie alle zu Herzen. Da ist noch ein Vogel. Tatsächlich helfen die mir sogar irgendwie. Ah, oh. Was haben wir denn hier? Jetzt. Genau, da wollen wir ran. Yes. Wahabu. Aber rote Münzen haben wir fast gar keine, warum auch immer. Vielleicht kommen die noch. Ich hoffe es. Ist nicht sogar nächste Folge schon Danny wieder dabei? Okay, das war dumm. Sorry dafür. Aber etwas voreiligt. Boah, das ist ja richtig cool. Warte. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's wahrscheinlich weiter. Dann geh nochmal ganz kurz zurück. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich nicht irgendwo doch irgendwas verpasst habe. Bitte sag mir, ich kann noch zurück. Nein. Ja, ja, ja. Nach da. Genau, in die Richtung. Mein Kostüm ist zwar jetzt kaputt. Aber ich passe auf mich auf. Und ich glaube, dass es hier noch was gibt. Ja. Seht ihr, ich habe nämlich was verpasst. Wie komme ich da denn dran? Achso, wenn die das hochheben, dann erstmal schnell runterhuschen. Ne? Heb das mal hoch hier, ja? Verdammt! Jetzt verliere ich ganz viele Herzen, weil ich kein Kostüm mehr habe. Oh, das ist jetzt echt blöd, dass ich so viele Herzen verliere. Okay, jetzt. Okay! Habe ich nur leider Herzen verloren, was mich nervt, aber den kann ich ja offscreen nochmal nachmachen. Das ist ja jetzt im Video nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Okay. Also ja, hier geht's weiter. Das ist jetzt blöd, dass ich mich so oft treffen lassen habe. Aber passiert, würde ich sagen. Passiert. So, wir haben tatsächlich noch sehr viel Zeit. Vielleicht kriegen wir sogar das nächste Level auch noch hin. Da müssen wir uns beeilen, glaube ich, oder? Ja, da müssen wir uns beeilen. Schnell! Ah. Okay, haben es geschafft. Du.
Level ist sehr interessant. Nein! Ja, okay. Die Level werde ich dann nochmal nachmachen. Aber ich hoffe, ich kriege zumindest den Rest, weil rote Münzen sieht gerade schlecht aus. Warum auch immer. Ab nach oben. Nein, nach oben. Das ist cool. Das gefällt mir. Das Level finde ich aber selber ganz cool. Nur ich habe halt leider mein Kostüm nicht geändert. Oh nein, er hört auf, da drauf zu stehen. Meine Güte. Was soll denn der Blödsinn hier? Oh, guck mal, da rechts, links, das ist ein Alien. Oder was auch immer das ist. Kann ich es nicht abschießen? Oder ich habe es einfach verfehlt. Verdammt. Jetzt hört auf, drauf zu stehen. Okay, Eier habe ich. Komm. Wo ist es denn? Da. Flower. Warte, ist die nicht im Hintergrund? Doch, die ist im Hintergrund. Ja, die ist im Hintergrund. Warte, nein. Was weiter runter, damit ich sie noch bekommen kann. Nein. Das ist etwas tricky. Aber ich hab's. Okay. So, und hier ab nach oben. Links gibt's. Herzen. Ich eh eigentlich schon verkackt, aber vielleicht habe ich es noch nicht verkackt. Das wäre so toll für mich. Wir werden ja sehen. Oh, fliegen wir jetzt zum Mond. Oh, wie cool. Oh. Sind wir. Doch, wir haben es geschafft. Ich dachte schon, wir fliegen doch wieder nach unten. Lol. Das ist echt cool. Guck mal, da sind überall goldene Aliens. Oh, ist das cool. Oh, Alien-Shy Guys. Oder Weltraum-Shy Guys, was auch immer. Die sind, glaube ich, eher Weltraum-Shy Guys. Da oben hätte ich eine Blume versteckt. Oh, ein Oktopus. Guten Tag, Herr Oktopus. Ich mag ihn. Ich greife ihn nicht an. Boah, das ist ja unmenschlich. Das macht man doch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Irgendwas falsch? Weil ich kriege ja keine Höhe. Irgendwie. Höhe? Das ist ein Geschenk! Das hätte ich jetzt verpasst. Ach so! Oh, lol! Den kann ich mitnehmen! Oh, cool. Das Level ist ja richtig cool. Eines der besten Level, die es gibt. Warum kommen die guten Level erst am Ende des Spiels? Meine Güte. Das ist echt eine Enttäuschung. Kein Spaß. Wow. Komm mal her, du. Oh Gott, nein. Hier ist so ein Timer. So, zack, dling. Hoppo. Okay. Oh nein, den könnte doch nicht ernsthaft bringen. Ich hab's mir schon gedacht, dass das kommt, aber... Nein! Nein! Ich hab's verkackt. Musste mir gerade ein paar Facepalms geben. Weil ich einfach so schlecht war. Das war echt peinlich. Oh, hier ist sogar schon das Ziel, oder was? Hä, mir fehlt noch so viel. Und wie komme ich da runter? Hast du was mit dir zu tun, mein Freund? Komme ich mit dir da runter? Kann ich den zerstampfen? Oh, lol. Lol, warum haben die Angst davor? Okay. Okay. Boing. Na, nein, okay. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung. So. Ja, wir haben eine Blume verpasst. 5 rote Münzen und eine weitere Blume sind allerdings noch zu finden. Da oben ist was. Ui. Wenn ich ja lang genug stehe, dann macht er das hier. Das ist ja echt cool. Da haben wir eine. Noch mehr Red Coins? Nein, das ist normale. Ich kann einfach nur lang genug stehen. Obwohl, da sind noch mehr gespawnt hier. Oder? Warte, einen Moment. Gibt's hier nicht was? Nee. Okay. Hallo, hopp. Na komm. Yes. Push.
Gut, uns fehlen 4 rote Münzen und eine Blume. Da wird doch erstmal nachgesucht. Ich glaube, echt cooles Level. Das hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt sind wir im Weltall, Leute. Wir sind auf dem Mond. Okay, nicht, vielleicht auch nicht auf dem Mond, aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weltall. Im Weltall. Oh yeah. Okay, auf ein neues. Den haben wir. Wo sind die anderen beiden? Da ist einer und da unten. Okay. Das ist die letzte. Bedeutet, ich habe irgendwas übersehen. Wo dann wahrscheinlich auch die letzten 4 roten Münzen sind. Ich würde nur gerne wissen, wo habe ich was übersehen? Hier oben vielleicht doch eine Blume? Ich habe anfangs gesagt, hier hätte ich eine Blume hingetan. Vielleicht, wenn man den da mitnimmt, dann hier drauf tut, dann auf ihn drauf springt. Hm, vielleicht. Hm? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Allerdings keine Spur von den letzten 4 roten Münzen. Oh nein. Wo sind die nur? Die letzten 4 roten Münzen. Ich hoffe, wir finden die noch. Das waren ja nicht. Irgendwo müssen die doch sein. Hier unten waren sie nicht, ne? Mm-mm. 4 rote Münzen. Da habe ich echt gedacht, das wären vielleicht welche vom... von der Blume oder so, die so umrandet sind. Aber hier ist auch das Level schon zu Ende. Können wir eigentlich über das Ende? Können wir so einen Tintenfisch mitnehmen? Obwohl, nicht den. Den brauchen wir. Oder den wir nicht brauchen, den hier zum Beispiel. Was passiert, wenn wir den jetzt mitnehmen? Und dann versuchen, mit dem übers Ziel zu springen. Nee, das ist unsichtbare Wand. Oh, der verpufft. Oh. Okay. Aber das hier war es nicht, ne? Habe ich schon alles abgegrast. Das sind nur normale Münzen. Ne? Ah, nur eine war da rot. Die hier. Okay, um euch zu zeigen, wo die letzten 4 roten Münzen sind. Ich habe ja extra hier mal verfehlt, um zu gucken, was passiert. Dann klebt das da oben drauf und hat keine zweite Chance. Okay. Dachte ich mir, mir ist langweilig, gucke ich mal da oben. Und dann ist hier was. Dann ist hier einfach was. Und was ist hier? Natürlich, die letzten 4 roten Münzen. So, ich bin wieder da und ein Level machen wir noch in dieser Folge. Ritt auf den Sternen. Oh yeah. Und falls irgendwas gerade anders sein sollte, das nehme ich gerade ein paar Wochen nachher auf. Kann man vielleicht auch an den Upload-Zeiten kennen. Aber das war jetzt meine Stirn. Ich habe nämlich echt nicht geschafft. Ich habe nämlich echt nicht geschafft, meine Zeit aufzuteilen und dann die Folge noch zu Ende aufzunehmen. Deshalb mache ich das jetzt. Und was ist das eigentlich? Ist das der Haken? Kann ich mich da drauf, kann ich mit meiner Zunge wieder drauf oder so? Nee, okay. Okay, ich dachte gerade irgendwie, das wäre so ein Haken wie aus SpongeBob und dann kann ich irgendwie da drauf und dann komme ich, werde ich so hochgeschleudert oder so. Ist aber nicht der Fall. Oh, da ist ja einer. Ich habe hier dieses, ja, das Outfit, das kennt ihr ja alle. Ich weiß nicht, wie das, wie der Typ hieß. Ich vergesse immer seinen Namen. Aber ja, ich finde, das passt ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher schon im Video gehabt habe. Kann sein. Wenn ja, dann, sorry, I guess. Aber, ey, das Level sieht sehr interessant aus. Ich würde gerne wissen, was da oben ist.
Gibt's in der Flasche nichts? Das sieht so aus, als würde in der Flasche was geben. Warum mache ich eine Schnappattacke? Das ist jetzt nicht so sehr smart, eine Schnappattacke zu machen. Hey! Ich habe den einfach nur random abgeschossen. Als ob. Ja, nice. Ja, das ist sehr, sehr cool. So, ich hoffe, ich übersehe auch nichts. Oh, der sieht doch cool aus da. Der sieht cool aus. Oh, oh. Ich muss auf einen anderen Kometen drauf. Ist da irgendwas? Ja, ein paar Coins, aber keine, die ich brauche. Keine Red. Ah, da unten waren aber welche. Ah, das sind meine ersten Red Coins? Ich hatte schon welche. Oh, der hier ist einfach. Wow. Oh mein Gott. Gibt's da unten was? Ich habe Angst, dass ich irgendwo nach unten kann. Und auf einmal ist da was, was ich jetzt verpasse. Das ist dann tatsächlich sehr blöd. Okay, okay, das war vielleicht für später. Was bist du? Ui. Okay. Ui. 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 Oh, es ist cool. Cool. Okay, Red Coins mache ich mir gerade Sorgen, dass ich da welche übersehen habe. Blumen passt bisher alles. Denke ich, ne? Ja, doch, doch. Das sollte eigentlich mit den Blumen bisher passen. Ah, wir kommen wieder in den Hintergrund. Ich habe das Gefühl, es gibt kaum... Wow! Weil ich sagen wollte, ich habe das Gefühl, es gibt kaum Level, wo man wirklich auch in den Hintergrund kann. Das wurde so als das Hauptfeature vom neuen Spiel angekündigt, vom neuen Yoshi-Spiel. Also halt neben dem Feature, dass es so gecraftet aussieht, ja. Kann ich da irgendwie gegenschießen oder was ist gewollt? Ah, hier, das Ding abschießen, ah. Oh, ich sollte mich aber vielleicht nicht da draufstellen. Nochmal abschießen? Das war die falsche Richtung. So, und dann nochmal den da. Okay, der dreht sich immer nur in die Richtung. Hm. Ich muss ehrlich sagen, die Flasche hier sieht etwas, naja, wie soll ich sagen? Sehr, ja, ihr wisst alle, was das, wonach das aussieht. Zack. Dann komme ich hier rüber. Und dann komme ich da rein. Ja. Super. Und dann kann ich aber nochmal... Hä? Jetzt bin ich wieder hier. Hä? Okay, ich verstehe das nicht. Naja. Der Checkpoint ist da hinten im Hintergrund. Wir haben jetzt die Leben schon mal voll. Aber ich mache mir ehrlich Sorgen. Ich weiß nicht, ob ich doch die 100% bekomme. Sieht gerade etwas knapp aus. Und das sollte so nicht aussehen. Ja. So, okay. Oh nein. Einen Moment, da brauche ich aber erstmal ein paar Dinger hier. Okay, let's go. Was denn, was denn, was denn, was denn? Wieder sowas? Da unten. Okay. Immer ganz ruhig sein und konzentrieren. Sich nicht unnötig aufregen. Denn dann kannst du dich nicht volle Kanne hundertprozentig auf etwas konzentrieren. So. Jetzt bin ich endlich mal hier hochgekommen. Doch ob das was bringt, das werden wir ja noch sehen. Und ja! Super! Gibt es da links noch was? Ich hatte das Gefühl, hier links gäbe es noch was. Wo bin ich eigentlich gerade? Oh, ich bin wieder hier. Ja, gut. Da wird es wohl wahrscheinlich nichts mehr geben, ne? Okay. Oh Gott. Ah! Hilfe! Mama! Oh Gott. Okay. So, hier ist, glaube ich, ein neuer Bereich. Kann das sein? Okay. Okay. Unter mir ist was. Warte, wie komme ich denn unter mir rein? Kann ich einfach so machen? Doch. Doch, das klappt. Okay, ja, okay. Wo ist dann hier die Challenge? Wenn man da einfach so durch kann. Vielleicht wieder nach oben zu kommen. Zumindest sieht das bei mir gerade so aus, als wäre das die Challenge. Aber nein, eigentlich nicht. Falsche Richtung. Falsche Richtung.
Alter. Danke. Ey, was willst du? Komm her. Gib Stress mit mir. Ich habe das Gefühl, da oben ist immer was, aber da kommt man gar nicht ran. Also kann das auch eigentlich gar nicht sein. Oder verpasse ich irgendwas? Wahrscheinlich, oder? Unsichtbarer Block. So, gib mir deine Coin. Dich mach ich auch mal kaputt. Oh, lol! Hier gibt es tatsächlich was. Aber nichts Besonderes, denn da war keine Red Coin. Naja, immerhin. Ganz cool. Bitte lass mich hier raus. Warte, ist in der Flasche was drin? Nee, oder? Ich glaube mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Habu! Yay! Okay, was gibt's hier? Ui! Ui! Da gab's ein paar Red Coins. Okay, die Red Coins, da brauche ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Es fehlen nur noch 4 Red Coins und 2 Blumen. Die sollten hier eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Zum Beispiel da oben könnten sie sein. Nein, da sind sie nicht. Aber was ich da gesehen habe, ist ein Fragezeichen-Flatter oder wie auch immer die jetzt heißen. Ich vergesse immer den Namen, ihr kennt das. Und hey, da ist ja schon mal die vorletzte Blume. Perfekt. Ich sammle mal alle Münzen ein. Vielleicht erscheint ja was aus magischer Weise. Das ist ja manchmal so bei Yoshi-Spielen. Wenn man das und das tut, dann kommt auf einmal irgendwas. Okay. Sind das Red Coins? Na, oh mein Gott. Oh, ich dachte gerade, der bewegt sich da unten. Wie komme ich da ran? Da unten ist das Geschenk. Und da unten im Geschenk ist 100 pro mindestens eine Red Coin. Ja. Was bist du? Das sind nur Herzen. Ja. Wären das keine Herzen, dann wäre das versteckt gewesen hier. Also so unsichtbar, meine ich halt. Okay, hier gibt es nichts. Vielleicht da unten oder so. Zack. Nein, hallo. Nö, okay. Ich müsste mal wieder nach oben. Hopp. Hier doch, oder? Irgendwas Unsichtbares? Nein? Hm. Okay. Warte. Warum fährt der noch um? Aha. Was haben wir denn hier Schönes? Oh Gott. Hui. Ah. Wow. Alle Blumen. Doch, jetzt fehlen mir noch 3 Red Coins. Jaho, okay, wo bringt mich das hin? Hier wieder hin, okay. Okay, da unten sind welche. Sind das welche? Red Coins. Hier, Red Coins. Alle drei. Yes! Yes, Leute! 100% im First Try, so lobe ich's mir. So, dürfte ich bitte noch nach oben kommen? Nein, ich muss nach oben. Okay. So, und jetzt, hier mit dir mitfahren. Du kommst mal mit. Und damit haben wir das Level, glaube ich, auch schon abgehakt, oder? Ui, ui, was ist das denn hier? Oh, soll das Spoiler sein auf das nächste Level? Das letzte Level dieser Welt? Soll ich hier irgendwas machen? Ups, mein Bildschirm ist ausgegangen. Alles gut, Leute. Ich muss nur immer gucken, dass auch alles aufnimmt. Nicht, dass ich am Ende eine Aufnahme habe und dann ist die schlecht. Achso, ich kann den lang. Ah. Oh oh. Ah! Boah, das wäre fies, gäbe es hier noch irgendein Secret, Alter. Hm. Ah, okay. Cooles Level, war sehr cool designt, hat mir gefallen. Hat euch die Folge gefallen? Dann lasst doch einen Like da. Abonniert mich. Und schaut die Links in der Beschreibung ab. Na, keine Ahnung. Ja, könnt ihr gerne machen, aber war eigentlich jetzt eine Parodie, aber könnt ihr gerne machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann das letzte Level hier machen. Und die Gleit auf rückwärts machen. Das wird super, ja.